Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Yakinator. Ja, der gute Genie startet jetzt auch auf meinem Kanal einen Besuch ab und wir fangen in der ersten Folge mit meinem absoluten Lieblingsthema aller Zeiten an. Animes. Ihr wusstet, dass das kommen würde. Und der Akinator weiß also alles. Er findet jede Figur heraus. Gut, wir werden das in dieser Folge mal unter die Lupe nehmen. Wir fangen einfach an. Ist deine Figur männlich? Ja. Wurde deine Figur durch YouTube berühmt? Nein, er nicht. Ist deine Figur real? Nein, er nicht. Ist deine Figur eine Manga-Figur? Ja. Hat deine Figur dunkle Haare? Normalerweise, ja. Ist deine Figur der Hauptheld des Werkes, in dem sie vorkommt? Ja. Trägt deine Figur etwas auf dem Kopf? Nein. Spielt deine... ist schon richtig. Ist deine Figur ein... Was? Ist deine Figur ein Mitglied bei Silbermond? Erst fragt er, ob er aus Dragon Ball Z kommt und jetzt, ob er aus Silbermond kommt. Ob er ein Mitglied von Silbermond ist? Nein. Ist Muten Roshi der Herr der Schildkröten? Ja, genau. Ist deine Figur... Ja, ich glaube schon. Sagugu! Ja, okay. Den ersten hat er. Okay. Ja. Da hast du recht. Okay. Nochmal. So, dann probieren wir es mal mit einer anderen Figur, aber auch nicht so schwer. Wir tasten uns langsam an die schweren Charaktere vor. Spielt deine Figur in Dragon Ball Z mit? Nein. Ist deine Figur weiblich? Nein. Ist deine Figur der Hauptheld des Werkes, in dem sie vorkommt? Ja. Hat die Figur dunkle Haare? Nein. Hat deine Figur noch viele Haare am Kopf? Ja. Hat deine Figur blonde Haare? Nein. Kämpft deine Figur gegen Aliens? Nein. Besteht deine Figur aus Schokolade? Nein. Hat deine Figur weiße Haare? Nein. Stammt deine Figur aus Fairy Tail? Nein. Ist deine Figur eine Manga-Figur? Eine japanische? Ja, ja, ist er. Trägt deine Figur ein Schwert? Nein. Kann deine Figur Piano spielen? Definitiv nicht. Geht deine Figur zur Schule? Nein. Hat deine Figur ein tierisches Aussehen? Eigentlich nicht. Hat deine Figur blaue Haare? Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Spielt deine Figur bei Cedar Cover mit? Nein. Hat deine Figur schulterlange Haare? Wahrscheinlich nicht. Ist deine Figur klein? Nein. Erscheint der Name deiner Figur im Titel deiner Serie? Ja, oder? Ich glaube schon. Hat deine Figur einen Sohn? Nein. Hat deine Figur eine Supermuskulatur? Ja. Ja! Toriko! Nice, sehr gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so schnell darauf kommt. Wie viele Fragen waren es denn? 1000 Mal gespielt. Wie viele Fragen denn? Wie viele Fragen hat er gebraucht? Steht nicht da. Okay, nochmal. So, probieren wir es mal. Okay, jetzt machen wir es ein bisschen schwerer. Aber der Anime ist auch noch sehr bekannt. Ist deine Figur männlich? Ja. Ist deine Figur der Hauptheld des Werkes, in dem sie vorkommt? Ja. Ist deine Figur ein... Hat deine Figur einen Sohn? Nein. Nein. Manga-Figur? Ja. Hat deine Figur dunkle Haare? Wahrscheinlich nicht. Hat deine Figur weiße Haare? Wahrscheinlich nicht. Trägt deine Figur ein Schwert? Nein. Besitzt deine Figur eine Maske? Nein, ich meine nicht Code Geass. Nein. Trägt deine Figur einen Stab? Nein. Geht deine Figur zur Schule? Ja. Ging. Geht. Geht. Ging. Erscheint der Name deiner Figur im Titel einer Serie? Nicht im Titel von der Serie, über die ich spreche. Nein. Hat deine Figur Geschwister? Ja. Ist deine Figur brünett? Ja. Hat deine Figur schon mal... Jetzt kommst du nah dran. Ja. Hatte deine Figur schon mal pinke Haare? Wahrscheinlich nicht. Kennt man das Gesicht deiner Figur? Ja. Stammt deine Figur aus... Jetzt bist du verdammt nah dran. Ja. Ja! Light Yagami, aka Kira. Okay, nicht schlecht. Der Akinator ist wirklich ein kleiner Schlaumeier. Ich habe mir hier nur ein paar Namen aufgeschrieben.
Ich hoffe, die nächsten errät er nicht so schnell. Wir sind erst bei 5 Minuten. Okay, ein leichter steht hier noch drauf. Okay, nochmal, komm. Ist deine Figur männlich? Ja. Ist deine Figur der Hauptheld des Werkes, in diesem vorkommt? Ja. Ist deine hat deine Figur schwarzes Haar? Nicht mehr. Ja, sie ist eine Manga-Figur. Blonde Haare? Nein. Figur etwas mit Büchern zu tun? Eher weniger. Geht deine Figur zur Schule? Nein. Hat deine Figur weiße Haare? Nein. Hat deine Figur Haare? Nein. Ist deine Figur ein Mensch? Ja. Hat deine Figur etwas mit dem Avatar zu tun? Was hat denn mit dem Avatar? Also nicht mit Aang oder Korra, nein. Trägt deine Figur einen Umhang? Ja. Ja, Saitama. Nice. Sehr gut, Akinator. Sehr, sehr gut. Okay, spielen wir nochmal eine Runde. Eine kleine Runde. Nein, eigentlich spielen wir noch 3 Runden. Und zwar haben wir jetzt... Nehmen wir mal einen weiblichen Charakter. Hat deine Figur dunkle Haare? Ja. Hat deine Figur einen Bruder? Oh Gott, das kommt schon viel zu nah dran. Ja. Stammt deine Figur aus One Piece? Nein. Spielt deine Figur im Winx Club mit? Nein. Spielt deine Figur im Naruto Shippuden mit? Willst du jetzt jeden einzelnen Anime und Comic durchklappern oder was? Nein. Spielt deine Figur Dragon Ball Z mit? Nein. Ja, ist eine Manga-Figur. Ist deine Figur weiblich? Ja. Lebt deine Figur noch bei ihren Eltern? Nicht mehr. Praktiziert deine Figur Schwertkampf? Ja. Stammt deine Figur aus Attack on Titan? Ja. Besitzt deine Figur Waffen? Ja. Mikasa! Oh Gott. Es geht viel zu schnell eigentlich. Okay, noch eine Runde. Komm, 2 Namen habe ich hier noch zu stehen. Sonst fallen mir auch noch spontan welche ein. Kommen wir zu einer meiner absoluten Lieblingsfiguren aus Animes. Und zwar männlich? Ja. Ist deine Figur der Hauptheld des Werkes, in dem sie vorkommt? Wahrscheinlich. Macht deine Figur Kämpfe? Das definitiv. Hat deine Figur dunkle Haare? Er hat blaue Haare. Aber die sind dunkelblau. Ja, wahrscheinlich. Ist deine Figur eine Manga-Figur? Ja. Geht deine Figur zur Schule? Definitiv nicht. Trägt deine Figur ein Schwert? Ja, tatsächlich. Tut er. Hat deine Figur braune Haare? Nein. Stammt deine Figur aus One Piece? Nein. Hat deine Figur immer natürliche Kräfte? Eigentlich nicht. Hat deine Figur selbst Lieder geschrieben? Was? Nein! Oder doch? Ich glaube nicht. Ist deine Figur... Oh, Spoiler, Spoiler, Spoiler! Okay, vor der Frage ist eine Spoilerwarnung. Ja. Wird deine Figur von einem Kind begleitet? Ja. Ja! Akamina! Sehr gut! Oh Mann, Akinator, du bist echt der Beste. Der findet echt jeden raus. Okay, einen habe ich noch zu stehen. Wenn er den auch rausfindet, dann... Heidewitzka! Ist deine Figur weiblich? Nein. Hat deine Figur schwarze Haare? Nein. Stammt deine Figur aus One Piece? Nein. Ist deine Figur Hauptheld in dem Werk, in dem sie vorkommt? Ja. Hat deine Figur blonde Haare? Nein. Hat deine Figur noch viele Haare auf dem Kopf? Ja. Geht deine Figur zur Schule? Nein. Ist deine Figur ein Magier? Nein. Ist deine Figur eine Manga-Figur? Ja. Hat deine Figur weiße Haare? Nein. Trägt deine Figur ein Schwert? Nein. Hat deine Figur schon mal jemanden getötet? Nicht, dass ich wüsste. Ist deine Figur schwul? Wahrscheinlich nicht. Hat deine Figur Geschwister? Ja. Ich glaube, jetzt weiß er es schon. Hat deine Figur eine kleine Schwester? Ja. Er weiß es definitiv. Hat deine Figur etwas mit Spielen zu tun? Ja. Hat deine Figur etwas mit Königtum zu tun? Ja, doch. Sora! No game, no life! Super nice, Mr. Akinator, Sir! Richtig gut. Kleiner Schnitt, ich denke mir neue Namen aus. Bis gleich. So, weiter geht's auch schon. Ich habe mir noch ein paar schicke Namen ausgedacht und ich glaube, das wird jetzt nicht ganz leicht für den Akinator werden. Und zwar haben wir hier... Wir fangen wieder leicht an. Ist deine Figur weiblich? Nein. Ist deine Figur der Hauptheld des Werkes? Nein. Hat deine Figur dunkle Haare? Wahrscheinlich. Ist deine Figur eine Manga-Figur? Ja. Stammt deine Figur aus One Piece? Ja. Hat deine Figur Teufelskräfte? Ja. Ist deine Figur bösartig? Nein. Hat deine Figur weiße Augen? Hat der weiße Augen? Nee, eigentlich nicht.
Hat deine Figur ein tierisches Aussehen? Ja. Hat deine Figur blaue Augen? Ich glaube schon. Ist deine Figur unansehnlich? Gott, nein. Ist deine Figur ein Pirat? Ja. Braunes Fell? Ja. Ist deine Figur der Chef einer Gruppe? Nein. Tony Chopper! Der hat übrigens keine blauen Augen, sondern schwarze. Aber gut. Okay, sehr gut. Leicht angefangen und du hast es geschafft. Nicht schlecht. So, fangen wir mit dem nächsten an. Das nächste wird auch leicht. Kommt auch aus einem sehr bekannten Anime und müsste man eigentlich kennen. Ist deine Figur weiblich? Wahrscheinlich nicht. Trägt deine Figur Schuhe? Nein. Kommt deine Figur in den Pokémon-Trickfilm vor? Ich würde erst das Pokémon nehmen, was ich hier noch aufgeschrieben habe, aber das nehme ich nicht, also nein. Ist deine Figur eine Manga-Figur? Ja. Ist deine Figur klein? Nein. Kann deine Figur sprechen? Ja. Kann deine Figur fliegen? Ja. Spielt deine Figur in Dragon Ball Z mit? Ja. Hat deine Figur etwas mit Feuerwerk zu... Mit Feuerwerk? Nicht direkt, nein. Ist deine Figur grün? Ja. Läuft deine Figur auf... Es ist nicht Piccolo! Ist deine Figur eher dick? Nein. Ist deine Figur eher schlank? Wahrscheinlich. Sehr gut. Wow. Alter Schwede, okay. 2 von 5 erledigt. Okay, probieren wir es nochmal. Ist deine Figur männlich? Ja. Ist deine Figur Hauptheld des Werkes, in dem sie vorkommt? Nein. Ist deine Figur böse? Nein. Ja, Manga-Figur. Nicht One Piece. Keine dunklen Haare, nicht klein. Ja, spielt Naruto Shippuden mit. Hat deine Figur ein verbundenes Auge? Nein. Ist deine Figur der Hauptcharakter aus einem Spiel? Nein. Ist deine Figur blond? Nein. Ist deine Figur ein Hund? Nein. Hat deine Figur weiße Haare? Nein. Kommt deine Figur aus dem Kanton Zürich? Was? Nein. Ist deine Figur ein Tier? Ja. Verbindest du deine Figur mit Essen, Nahrung? Wahrscheinlich nicht. Ist deine Figur ein Frosch? Ja. Ist deine Figur ein Sohn? Ist... Müsste eigentlich, ne? Gamabunta! Ich wusste es. Nice. Aber wieso ein Sohn? Woher soll ich das denn wissen? Also jeder ist doch von irgendeinem der Sohn. Okay, sehr gut. Oder die Tochter. Sehr gut. Okay, die leichtesten hast du jetzt erraten, mein kleiner Genie-Freund. Jetzt wollen wir mal etwas Schwereres wissen. Ist deine Figur männlich? Ja. Hat deine Figur schwarze Haare? Nein. Trägt die Schuhe? Nein. Ja, Manga-Figur. Klein. Ja, geht so. Ist deine Figur böse? Nein. Stammt deine Figur aus One Piece? Nein. Stammt deine Figur aus Pokémon? Nein. Läuft deine Figur auf 2 Beinen? Ja. Ist deine Figur... Saurier, du Drecksack, ja. Fängt der Name deiner Figur mit A an? Ja. Scheiße, viel zu schnell. Was ist denn los mit diesem Genie? Okay, ein letzter Versuch noch mit meinem allerliebsten Lieblings-Pokémon. Ist deine Figur männlich? Das kann man nicht genau sagen. Ist deine Figur klein? Ja, relativ klein. Kommt deine Figur in den Pokémon-Trickfilm vor? Ja. Kann deine Figur gut mit Blitzen umgehen? Nein, eher nicht. Läuft deine Figur auf 2 Beinen? Ja. Mag deine Figur das Wasser? Keine Ahnung. Besitzt deine Figur mentale Kräfte? Ja, wahrscheinlich. Kommt deine Figur aus Afrika? Eher nicht. Ist deine Figur rosarot? Nein. Ist deine Figur weiß? Nein. Kann man deine Figur anfassen? In der Serie bestimmt, aber sonst wahrscheinlich nicht. Existiert deine Figur wirklich? Nein. Ist deine Figur älter als ein Jahr? Keine Ahnung. Ist deine Figur blau? Ich würde sie jetzt nicht als blau bezeichnen. Hat deine Figur eine Nase? Gott, ich glaube nicht. Ist deine Figur eher rund? Nein. Hat deine Figur eine dunkle Hautfarbe? Ja. Ist deine Figur eher schlank? Ja. Ist deine Figur klein? Ja. Trägt deine Figur einen Spitznamen, der etwas mit Tieren zu tun hat? Nein. Hat deine Figur Krallen? Ja, er hat Krallen. Hat deine Figur Freunde, die Menschen sind? Ja, wahrscheinlich. Hat deine Figur einen Schnabel? Nein. Ist deine Figur grün? Nein. Ist die Haarfarbe deiner Figur außergewöhnlich? Haarfarbe. Denn eher Fellfarbe wahrscheinlich. Das ist leider völlig falsch. Falsches Pokémon. Ich hab den Akinator besiegt. Nice.
Aber wir probieren es trotzdem. Nein, okay. Gehört deine Figur zu Sweet and Roses? Nein. Hat deine Figur schwarze Pfoten? Nein. Hat deine Figur Flügel? Nein. Ist deine Figur blau? Ja, ich würde sagen, eher bläulich. Größer als 1 Meter, möglicherweise. Ist deine Figur klein? Was zum Teufel? Wahrscheinlich. Ist deine Figur süß? Ich finde sie süß, ja. Schreit deine Figur oft? Nein. Ist deine Figur flauschig? Wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Hat deine Figur Ohren? Ja. Ist deine Figur real? Nein, das hast du schon mal gefragt. Hat deine Figur ein gestreiftes Fell? Nein. Mag deine Figur Blitze? Keine Ahnung. Hat deine Figur etwas mit Filmen zu tun? Wahrscheinlich nicht. Hat deine Figur Zauberkräfte? Wahrscheinlich. Hat deine Figur etwas mit einem Computerspiel zu tun? Nein. Kommt deine Figur aus einem Anime oder Manga? Soweit waren wir schon. Trägt deine Figur einen Pelz? Nein. Hat deine Figur etwas mit Wasser zu tun? Nein. Ist deine Figur eher dünn? Ja. Hat deine Figur etwas mit Farbe blau zu tun? Ja. Hat deine Figur Eltern? Nein. Ist deine Figur groß? Nein. War deine Figur schon mal schwanger? Was zum Teufel? Nein. Will deine Figur die Weltherrschaft? Nein. Wieder falsches Pokémon. Akinator, du bist scheiße. Fortfahren. Ja, schon zweimal besiegt. Könnte man deine Figur mit einem Mädchen verwechseln? Nein. Hat deine Figur was mit einem Drachen zu tun? Nein. Ist deine Figur ein Pokémon? Ja. Hat deine Figur was mit Elektrizität zu tun? Nein. Läuft deine Figur auf 4 Beinen? Nein. Hat deine Figur wahrscheinlich weiches Fell? Wahrscheinlich. Ist deine Figur ein Frosch? Nein. Kann deine Figur fliegen? Nein. Hat deine Figur große Ohren? Ja, ich glaube schon. Hat deine Figur hellseherische Fähigkeiten? Keine Ahnung. Ist deine Figur ein Hund? Nein. Gehört deine Figur zur Ordnung der Katzenartigen? Wahrscheinlich. Hat deine Figur etwas mit Katzen zu tun? Keine Ahnung. Steht deine Figur auf 2 Beinen? Ja. Spielt deine Figur gern mit Feuer? Nein, wahrscheinlich nicht. Hat deine Figur eine Glatze? Nein. Ist deine Figur ein Gefährte von jemandem? Ja, wahrscheinlich. Hat deine Figur etwas mit einem Biber zu tun? What the fuck? Nein. Hat deine Figur spitze Ohren? Ja. Hä? What the fuck? Psyogon? Nein! God damn it! 70. Frage. Noch bin ich der Sieger. Hat deine Figur Haare? Ja. Ein Fell. So. Hat deine Figur blaue Haare? Wahrscheinlich. So blau-violett eher. Hat deine Figur etwas mit Eis oder Kälte zu tun? Eher nicht. Hat deine Figur was mit dem Wetter zu tun? Wahrscheinlich nicht. Ist deine Figur kantig? Eher nicht. Ist deine Figur ein Nagetier? Nein. Hat deine Figur einen langen Schwanz? Der hat gar keinen Schwanz. Also zumindest nicht hinten. Hat deine Figur etwas mit Feuer zu tun? Nein. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Nein. Hat deine Figur ein graues Fell? Keine Ahnung. Mann, schon wieder falsch. Wir hatten schon das Thema Pokémon und du warst völlig daneben. Alter Schwede. Wenn sie die Figur anzieht, die dachten in der Folge, klicken sie drauf. Okay. Nope. Nope, 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 nope. Da liegst du aber völlig falsch. Meine Figur ist nicht in der Liste. Ich denke an ein ganz bestimmtes Pokémon, mein Lieblings-Pokémon. Ihr wisst es vielleicht alle. Ich denke an Zorbiris. Wird das mit R geschrieben? Keine Ahnung. Zorbiris. Was? Offenbar kenne ich deine Figur noch nicht. Um die Figur hinzuzufügen, bestätige deinen Namen. Die Beschreibung dient dazu, Figuren mit gleichen Namen zu unterscheiden. Beschreibung. Pokémon. Heißt das wirklich Zorbiris oder Zorbiris? Ich glaube Zorbiris. Bravo, sie haben mir eine Falle gestellt. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. 9 richtige, 1 falschen. Gute Bilanz für mich. Auf jeden Fall habe ich den Akinator in diesem Video besiegt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich beim nächsten Mal suchen soll. Und wenn nicht, dann suche ich halt was anderes. Und ciao.